Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Leute, ich habe mir wieder Gedanken gemacht. Eine neue Woche, neues Glück. Deswegen 10 neue Pieces sind es geworden und ich zeige euch jetzt direkt, was abgeht. Vergesst auf jeden Fall nicht direkt ein Abo dazulassen und eventuell auch einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Deswegen starten wir jetzt mit dem ersten Piece. So, Freunde, das erste Piece habe ich bei Weekday gefunden. Und zwar ist das eine Cheap Monday Hose. Die Hose habe ich auch selber und die kommt der Hose, die ich von Mango mir mal gekauft habe, diese hellblaue Waschung, sehr, sehr nah. Also vom Schnitt, von der Länge etc. wirklich 1:1. Ich trage in der Größe 31-34. Also die Hose ist ein bisschen gekroppt, geschnitten. Achte darauf, dass ihr das auf keinen Fall zu kurz nehmt. Ich habe zum Beispiel diese 31-34, je nachdem, welche Bundgröße ihr braucht. Aber wie gesagt, ich würde es teilweise nicht zu kurz nehmen. Die gibt es dann auch noch in zwei Varianten, also zwei Längen, also zur Not. Bestellt einfach beide für 60 Euro. Auf jeden Fall eine mega nice Hose, wirklich. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum das hier auf Dollar geschrieben ist, aber ja, wir sind auf jeden Fall komisch. Also hier steht jetzt Dollar, aber ich glaube, es sind 60 Euro. Wie gesagt, weil hier überall ansonsten steht auch Euro. Wie gesagt, checkt die Hose auf jeden Fall ab. Wirklich eine dicke, dicke Empfehlung. Sie hat sehr, sehr geilen Fit, sehr modernen Schnitt, sehr 2020 und in diesem schwarz, ich sag mal leicht ausgewaschen. Auf dem Foto wirkt die nicht ganz so cool. Ich blende hier nochmal ein Foto ein, wo ich die selber anhabe. Wirklich eine sehr coole Hose. Und wie gesagt, dicke, dicke Empfehlung. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich mir auch schon bestellt. Das kommt demnächst in einem Unboxing-Video mit rein. Und das ist ein Vintage-T-Shirt. Und zwar sind die ja natürlich up-to-date und gut gefragt. Und da gibt es gerade diese Vintage-T-Shirt bei Urban Outfitters. Ich hatte da in dem letzten Video schon mal welche mit reingepackt. Aber in dem Fall jetzt hier ist das dieses Tupac-Vintage-T-Shirt. Finde ich sehr, sehr nice. Und wie hier im rechten Teil des Browsers seht, gibt es da verschiedene Varianten, auch hier von Biggie zum Beispiel oder halt eben auch sowas hier. Es gibt da wirklich sehr, sehr coole Retro oder Scarface, das gab es ja mal von Supreme, das T-Shirt. Also sehr, sehr coole Vintage-T-Shirt, Snoop Dogg, das hatte ich glaube ich mal in meinen 10 Favorite Pieces der Woche schon mal mit drin. Deswegen dieses Tupac-T-Shirt, checkt das auf jeden Fall ab und Preis ist technisch auch okay. Ich habe, ich gehe nochmal zurück, bei mir Größe L bestellt. Ich hoffe, das Ganze fällt nicht zu groß aus, aber ich denke, das wird schon ganz cool sein und dementsprechend, das ist Piece Nummer 2. Machen wir weiter mit Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 geht schon Richtung Herbst, aber ich fand das Piece sehr cool und dementsprechend habe ich es einfach mit reingenommen und zwar ein Wendemantel, wasserabweisender Wendemantel, Trenchcoat, den gibt es gerade aktuell bei Zara. Der kostet aktuell 100 Euro und wie man sieht, hat man außen relativ schönes Blau, wirklich so ein Meerblau und innen drin beige. Also ich finde es sehr, sehr cool. Wie gesagt, den kann man dann auch drehen. Checkt das auf jeden Fall ab. Wie gesagt, alle Links findet ihr mal unten in der Infobox. Es ist keine Affiliate-Links etc. Ich verdiene da kein Geld drin. Das ist immer nur eine Empfehlung und Dinge, die mir im Online-Shop, in den Online-Shops aufgefallen sind, während ich die durchstöber. Ein paar Sachen aus dem Sale sind auch am Start und deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Nächste Piece finde ich, ich bin ja ein Riesenfan von diesen grau melierten Geschichten und da gibt es gerade einen ziemlich coolen Hoodie von Nike, sehr simpel gehalten, Standard, hatten sie auf den Fotos auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Fit. Ich tippe mal das Größe, dass das Model Größe L trägt, hier steht wahrscheinlich was anderes. Passform, was steht denn hier drin? Passform, ne, steht zwar M, aber ich würde mir zum Beispiel Größe L bestellen, gibt es aber auch noch in anderen Farben und dementsprechend, weil so würde wahrscheinlich eine Größe M bei mir sitzen und das möchte ich nicht. Der soll ja im Prinzip so sitzen, wie hier auf dem Foto zu sehen, so ganz leicht locker, nicht zu oversized und dementsprechend fand ich den sehr, sehr cool und habe ihn auch mit reingenommen und für knapp 50 Euro finde ich für einen Hoodie auch voll vertretbar. Dementsprechend hat der es auch in die 10 Favorite Pieces der Woche geschafft und das Ganze ist mehr so in die streetige Richtung, aber ich sag mal, das Ganze kann auch ein bisschen mehr in die casual Richtung gehen, deswegen habe ich noch einen anderen Hoodie mit reingenommen und zwar von Gant. Wie ihr seht, der sitzt schon ganz anders, das ist viel, viel mehr casual, gar nicht so streetig oder gar nicht so locker geschnitten, aber ich finde ihn sehr cool, mir gefällt er, ich kenne die Hoodies auch, die sind qualitativ sehr hochwertig und ist natürlich auch ein paar Euro teurer, aber wirklich sehr nachhaltig und deswegen, ja, ich stehe halt auch auf solche Sachen und deswegen hat auch das ist auf jeden Fall fairerweise in diese 10 Favorite Pieces der Woche mit reingeschafft. So, machen wir weiter mit dem nächsten T-Shirt und das nächste T-Shirt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal mit reingenommen habe, aber ich fand es trotzdem mal wieder cool. Und das ist ein Root T-Shirt. Ich finde es sehr, sehr nice. Hat eine geile Farbe, also dieses Creme-Weiß, diesen fetten roten Root drauf. Und das gibt es gerade im Sale bei Breuninger. Und ich fand es einfach nice. Dementsprechend habe ich es mit reingenommen. Ich weiß, die Marke ist in Deutschland nicht übertrieben beliebt, aber ich kann euch sagen, im Ausland
es ist wirklich eine sehr, sehr angesagte, coole Marke und dementsprechend habe ich es einfach mit reingenommen und gerade im Sale, wie gesagt. Und ihr könnt nochmal 10% extra mit einem Code, hier sehe ich gerade, euch sichern und dementsprechend checkt das auch auf jeden Fall ab. Sehr, sehr nice, bisschen mehr streetig, aber sehr cool. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece ist auch eins meiner Favorite Pieces. Und zwar ist das im Prinzip meiner Saint Laurent Teddyjacke fast 1:1 nachgemacht. Und zwar ist die Jacke von Sandro Paris. Und diese Saint Laurent Teddyjacke kostet ja im Prinzip, wenn ihr die nicht gerade im Sale bekommt, ich habe hier eine schwarze und eine grüne. Diese grüne habe ich damals im Sale gekriegt, da war die 50% reduziert, hat die um die 700 Euro gekostet. Aber wie ihr seht, hier ist natürlich ein ganz anderer Preis und diese Standard schwarze kostet, glaube ich, einfach 1,5. Dementsprechend eine coole Alternative und fast die gleiche Jacke, wie ihr seht, gibt es gerade im Sale von Sandro Paris beim Breuninger zum Beispiel. Die würdet ihr die wahrscheinlich auch noch woanders kriegen, vielleicht auch noch auf der Sandro Webseite selber, aber ich finde sie sehr, sehr nice und wirklich eine sehr gute Alternative zur Saint Laurent Teddy und dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Die wird auf jeden Fall sehr cool aussehen und wahrscheinlich auch schnell vergriffen sein. So, kommen wir weiter zum nächsten Piece und das nächste Piece ist gerade wirklich, wirklich up to date, denn der Sommer ist da und wer sucht nicht nochmal nach einer coolen Badehose und da habe ich eigentlich eine gefunden und zwar von Tommy Hilfiger bei About You in drei verschiedenen Colorways. Und zwar gibt es die in Rot, dann gibt es die in so einem Türkis und auch nochmal in Dunkelblau. Ich finde sie sehr cool, ist natürlich sehr plakativ, Tommy Hilfiger, aber ich finde sie eigentlich sehr nice, gerade in Rot, wenn man diesen, ich sag mal, Rot-Badehosen-Film bzw. Baywatch-Style am Strand feiert. Ich kenne viele, die rote Badehosen am Strand tragen. Ich habe zum Beispiel selber keine, aber ich fand sie sehr nice, deswegen habe ich es mit reingenommen. Und die gibt es gerade bei About You. Und ja, check das auf jeden Fall ab, ich finde sie sehr, sehr cool. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece geht schon Richtung Herbst, aber ich wollte es mit reinnehmen, weil ich immer wieder gefragt werde, denn ich habe so zwei dicke Flannels, ich blende jetzt hier nochmal ein Bild ein, von Off-White. Die gab es mal in Schwarz-Weiß und Rot-Schwarz, die habe ich mir mal gekauft, aber das hier sieht dem sehr, sehr nah aus, ist natürlich ein bisschen anderer Colorway, aber ansonsten sehr, sehr ähnlich und finde ich sehr cool, allerdings kostet die auch 239 Euro, aber ich kann euch sagen, das Material etc. sieht sehr, sehr dick aus, ist von Samso und Samso die wird wahrscheinlich dieser Off-White-Variante sehr nahe kommen und ich kann euch sagen, diese Off-White-Jacken haben damals um die 400 Euro gekostet, also fast das Doppelte und dementsprechend auch sehr, sehr nice, deswegen checkt das ab, die werden wahrscheinlich trotz des Preises, wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass es schnell weg sein wird Richtung Herbst und wenn ihr euch sowas jetzt schon sichern wollt, dann müsst ihr das rein theoretisch jetzt machen. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece habe ich gefunden bei Overkill und zwar eine richtig coole Jogger und mal einfach eine andere Farbe. Ich meine, man kennt dieses Grau, man kennt dieses Beige, man kennt Schwarz, aber in Braun eine coole Jogger, relativ selten, in dem Fall jetzt hier von Nike, die gibt es gerade bei Overkill, Overkill Shop, ich denke mal auch woanders, und zwar in diesem braunen Colorway, sieht vom Fitting sehr, sehr nice aus und wer den passenden Hoodie dazu auch noch haben möchte, den gibt es auch noch im Shop, den habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber den gibt es hier auch noch und dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab, eine sehr, sehr coole Variante, die Hauptgrößen natürlich kein XS und S ist mehr da, aber die Hauptgrößen M und L, XL, naja, aber diese ML-Varianten sind noch am Start und für 70 Euro finde ich es auch in Ordnung. Und wie gesagt, es gibt noch zwei andere Colorways, natürlich Standard Schwarz und so ein Orange, aber ich finde sie in Braun eigentlich mal ganz nice, weil es dementsprechend einfach mal ein anderer Colorway ist. So, kommen wir zum letzten Piece und ihr seht ja, hier oben sind noch zwei Tabs offen, aber es ist das letzte Piece und das letzte Piece habe ich gesehen bei Soulbox, eine ziemlich nice grau melierte Shorts von Champion. Sehr dezent gehalten, ihr habt hier nur so ein kleines Champions Logo und die hat eigentlich einen coolen Fit, ich finde die wirkt auf jeden Fall sehr, sehr nice, der wirkt auf jeden Fall sehr, sehr nice, es gibt die auch nur noch in L, aber ich wollte sie mit reinnehmen, weil ich eigentlich diese graumelierte Geschichte immer feier und dementsprechend, wenn ihr sowas sucht, gerade gibt es sowas bei Soulbox, wenn ihr sowas passend zu einem Hoodie haben möchtet oder zu einem schwarzen Hoodie kombinieren möchtet, finde ich es einfach cool und ich glaube, ich habe die sogar selber, aber mit einem alten Fit. Bei mir ist sie ein Ticken kürzer, trotzdem trage ich die sehr gerne. Ich muss euch dazu sagen, aber sie ist nicht allzu dünn. Also die hält schon warm, ist für einen allzu warmen Sommertag auf jeden Fall nicht geeignet, aber für diesen, ich sag mal, normalen deutschen Sommertag mit so rund 25 Grad ideal, wenn ihr dann mit kurzer Hose rumlaufen möchtet, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung.
So, und dann kommen wir zum letzten Tab. Und der letzte Tab ist natürlich, vor kurzem gab es diesen Fear of God Essentials Drop bei Pexan. Und wo ihr auch immer wieder gucken müsst, es gibt Fear of God Essentials genauso bei Endclosing und bei Essence. Also diese drei Shops sind mir bekannt. Es mag sein, dass es noch mehr gibt, aber diese drei Shops sind mir bekannt. Und hier gibt es noch ein paar Sachen. Also hier gibt es noch T-Shirts, hier gibt es noch so ein Longsleeve und hier gibt es auch noch zwei Hoodies. Und falls ihr sowas haben möchtet und es nicht bekommen habt, kriegt ihr es gerade noch wirklich in dem Shop. Ihr müsst allerdings, wie gesagt, ich bringe das Video jetzt morgen raus, heute ist Samstag, gucken, was noch am Start ist. Aber hier gibt es noch ein paar Sachen. Ich kann euch sagen, zum Beispiel diese Stehzipper, ich würde sagen Fleece-Pullis. Ich habe selber einen grau, sehr, sehr nice für den Winter. Und die Jogger haben auch einen extrem coolen Fit. Ich habe den Jogger in schwarz. Ich habe den Jogger in schwarz und in grau. Und dementsprechend die Hoodies habe ich auch. Beziehungsweise ich habe den Hoodie in grau. Wirklich eine sehr, sehr coole Variante. Und checkt das auf jeden Fall ab. Gerade gibt es noch was bei Endclosing. Da findet ihr noch was. So Leute, und das soll es auch wieder gewesen sein. Wie gesagt, das waren meine 10 Favorite Pieces plus dieses Extra, wo ihr gerade noch Fear of God Essentials Sachen bekommt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo da zu lassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.